So, was müssen wir machen? Wir müssen die Strecke mit dem Ehrgeizbus fahren. Dann haben wir wahrscheinlich genügend Geld, um noch einen zweiten Bus zu holen, den wir dann. Das ist die Frage, wir haben jetzt diesen abgedeckt. Wir haben den hier abgedeckt. Wir haben das hier abgedeckt und wir haben das abgedeckt. Das heißt, wir müssten. Ja, entweder die oder beide müssen wir dann mit einem Bus bestücken, um das Ganze zu bekommen. Aber dann fahren wir erstmal diese Strecke mit dem Urban Way 12 Meter. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier. So, zack. Das war gefühlt aber vorher nicht. Okay, das sehr schönes Nummernschild. Das ist denn hinten auch so komisch. Aber ich muss schon sagen, der Bus, der sieht schon, ne? Der sieht schon urban aus, wenn man es mal so sagen will. Aber der hat schon was. Die wollen wir mal zumachen. Dann wollen wir. Bisschen Motor angemacht, ich glaube schon. Nee, ich hab ich jetzt. Was auch immer das ist. Wir möchten das Passagierabteil beleuchten. Das möchten wir aushaben. Wir wollen fahren und jetzt weiß ich nicht mehr. Okay, Licht war so. Okay, das war Ablichtlicht. Alles klar. Dann haben wir schon mal alles, was wir wissen müssen. Glaube ich. Perfekt, da steht auch ein, wo wir hinfahren. Dann, oh Gott, fahren wir, würde ich sagen, mal. Ich kann das hier jetzt so entverändern. Fangen würde ich mal sagen, mal los. Oder auch nicht. Wir müssen nämlich erst die Parkbremse lösen. Wer hätte das gedacht? Kommt nix. Kommt nix. Perfekt. Wir wollen niemanden über den Haufen fahren, ne? Das wäre das Letzte, was wir wollen. Ich weiß, wo wir noch hier sind, weil das irgendwie mit. Ups. Es wäre auch nice, wenn es eine Shortcut gibt, dass man kurz das. Gibt es einen Shortcut mit dem HUD ausblenden? Ich bin mir unsicher. Bum 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 bum. Ich glaube nämlich nicht. Bewegung und Kamera. Gut, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Hier wird es auch nicht sein. Beim Licht wird es auch nicht sein. Special Customization Orbit. What? Action Menü an, aus. Scheinbar nicht.
Ist natürlich jetzt belastend. Und nicht einfach nur blind. Muss ich halt hoffen, dass ich das. Oh Gott. Muss ich erstmal einen guten Winkel finden, wo man prinzipiell die Kamera dann deaktivieren kann. Okay, das ist jetzt natürlich belastend. Sehr faszinierend. Ich dachte, da wäre irgendwie. Ich bin. Oh Gott. Die falschen Tasten. Hallo, Sacklas. Oh Gott, das ist jetzt echt belastend. Da muss man tatsächlich mal aussteigen dafür. Oh, oh. Okay, 800 weniger. Kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Geht zumindest schon mal wieder gut los. Oh Mann. Ich war da so ein weiter Weg, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wann ist das nochmal mit. Nein, 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 nein. Alter. Ernsthaft. Was ist jetzt wieder passiert hier? Abgesehen davon, dass ich jetzt. Heilige Scheiße. Gottes Willen. Zu viele Tasten hier. Ich hab heute. Ich glaube heute auf der falschen Taste, ich merke das schon. Kommen wir jetzt weiter? Ach so. Eine der Tasten waren offenbar der Neutralgang. Okay. Oh Mann. Einmal mit Profis. Es ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass die Balken leuchten. Ist da vorne ein Unfall? Tatsächlich. Wait a second. Jetzt muss ich aber dann nochmal anhalten und aussteigen. Oder auch nicht. Das ist doch neu, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Unfall? Also, ich habe bisher immer nur solche Baustellen gesehen, aber. Ein Unfall? Das ist mir neu. Immer wieder was Neues. Ich frage jetzt nochmal die Tasten, dass man den Sitz noch verändern kann. Oh Gott. Okay, wir haben keinen drin. Schlag hat euch jetzt noch erlaubt. Noch. Den Scheinwerfer von der KI ist ja auch interessant. Der Vorteil, dass es Nacht ist, ist natürlich, dass weniger Leute. Ah, ich muss mich wieder an die Länge gewöhnen. Hätte ich in den letzten
Tests nicht mit dem Dings fahren dürfen, mit dem kleinen Bus. War jetzt vielleicht ein Fehler. Aber seit wann bremst denn der so automatisch, so krass? Oder ist es nur dieser Bus? Das kann natürlich auch sein. Wobei ich vielleicht nicht alles auf den Bus schieben sollte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere, damit Maus, mehrere Fahrkarten. Standard 3 Stück. 3 Wochentickets. Okay, das ist natürlich schon. Puh. Danke. Da freut sich unser Bankkonto. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag, Standard und drucken. Und 83. Danke. Weiter zur Kornstraße. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Ich hab den Mist doch entsperrt, oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Ich könnte schwören, dass ich es entsperrt habe. Oh, meine Fresse. Entsperren. Was zum Teufel passiert hier? Die sind entsperrt. Die sind offensichtlich auch entsperrt. Hä? Ach, wir haben da hinten auch noch welche. Oh mein Gott. Okay. Also pünktlich werden wir heute nicht mehr sein. Obwohl, vielleicht, weiß ich nicht. Mal gucken. Meine Güte, okay, das ist das Problem mit einem neuen Bus. Man weiß nicht, was es alles gibt. Oh, war ja. Ich muss tatsächlich echt nicht wirklich auf die Bremse drücken, um hier anzuhalten. Das ist natürlich schon interessant. Na, guter Service. Hä? Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte, natürlich. Kommt sofort. Danke. Zack. Und weiter geht's. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Nächster Halt, Fischgrund. Ich kann natürlich nur vorstellen, dass ich nicht wirklich bremsen muss, also nicht manuell bremsen muss, wie es den Anschein hat. Zumindest nicht unbedingt. Alter Verwalter. Hast du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Oh, tut mir leid. Dass man das auch nicht während der Fahrt machen kann, dass man dieses Menü hat. Also, keine Ahnung. Ja, mach das. Also, wäre schon nice, wenn man es auch während der Fahrt machen könnte. Ich meine, der Busfahrer hält ja auch nicht an und sagt, machen Sie bitte die Musik leiser. Der schreit das ja durch den Raum oder spricht durchs Mikrofon, whatever. Ein schöner Güterzug. Oder ist es ein Personenzug? Kann nicht auch ein Personenzug gewesen sein. Lass mich.
gerade noch so erwischt, den Mist. Ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Nächster Halt, Fischgrund. Wohin geht's jetzt? Da wollte ich nochmal das dir fix machen. Nee, da war es nicht. Das war nicht hier. Das war. Das und das und das und Priorität ändern und das minimieren und hups. Einzel, Senior drucken. Danke. Bitte. Du kommst zur Macht, den alten Sägewerk, oder? Na klar. So, 1:22. Nächster Halt, Flusspromenade. Okay. Natürlich springt die Ampel wieder auf Rot. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hey. Ja, stimmt. Letztes Mal war. Ja, genau, damals. Das war als. Mal gucken, ob wir die Zeit noch rausholen können, die wir verloren haben. Ich bezweifle es. Wobei. Kommt natürlich darauf an, wie schnell wir das hinbekommen oder wie gut wir das hinbekommen mit der Retour, mit der kleinen Retour, wo wir 5 Minuten allein schon dafür brauchen. Nächster Halt, Flusspromenade. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verpassen. Hi. Hallo. Ich auch nicht. Das hat mich total. Sie blockieren die Tür. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Mir fällt gerade auf, wir haben auch noch hinten. Oh Gott, eigentlich haben wir 1, 2, 3 und nicht nur 1 und 2. Hä? Nächster Halt, altes Sägewerk. Altes Sägewerk, okay. Dieser Bus, ey. Daran muss ich mich noch gewöhnen, an die 3 Türen. Da haben wir nicht mal einen Gelenkbus, ey, oh Gott. Aber beim Gelenkbus, da würde ich wahrscheinlich eher dran denken. Jetzt will auch mal jemand raus. Endlich können wir nach dem Motto fahren, wenn es dunkel ist, dann soll er nach vorne reingehen. Immer schön zum Fahrer gehen. Die Eulen. Was ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das nenne ich die perfekte Parkposition. Will da nicht jemand rein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Nee. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? An welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Nächster Halt, Oakville. Ich verstehe, was da hat doch geblinkt. Gib mir die Punkte dafür. So, minimal zu spät, aber. Das wird Zeit, holen wir noch raus. Boah, könnten wir eventuell zumindest schaffen. Verdammt. Dass diese Schlaglöcher einen so raushauen, ist natürlich auch interessant. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass wir dadurch mehr wobbeln. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Wow, perfekt geparkt. Dankeschön.
Parken kann ich. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Standardfahrkarten natürlich. Danke. Dann hier mal rein. Nee. Dann weiter im Text. Wir haben Zeit, gut zu machen. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Ich denke wieder, der Bus hat irgendwie gefühlt so eine. Oder habe ich. Nächster Halt, Siegwalden. Noch eins. Habe ich beim Busfinger irgendwie einen Retard oder sowas eingeschaltet? Ne, kann nicht sein, oder? Das nenne ich guten Service. So eine Art Motorbremse, das ist deswegen wird es extrem, wenn wir langsamer werden. Einzelstandard. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das könnte doch eher am Bus liegen selbst. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ja, würde ich sagen, am Bus. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Oh, Entschuldigung. Oh weia, ich glaube, jetzt holen wir den mal raus. Nächster Halt, Siegwalden. Moment, wo ist mein Hut hin? Raus will niemand. Also wir müssen auch nicht wirklich lange halten. Oh Gott! Aber wir müssen zumindest die Tür aufmachen. So, wir haben jetzt ungefähr dreieinhalb Minuten, um wieder zurückzufahren. Kommt ein Auto, da später welche. Sind noch welche drin, glaube ich, ne? Ja. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Nicht viele, aber es sind noch einige drin. Das ist natürlich auch interessant, dass wir jetzt raus wollen, obwohl wir quasi gerade eben auf der Gegenfahrbahn waren. Also, fällt ihn ja früh ein. Was stimmt denn hier so? Das ist auch interessant, dass der Bus automatisch dann, oder der Tempomat automatisch, zumindest bei diesem Bus, dann extrem schnell die Geschwindigkeit wieder runterdrosselt. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern! Mann, ist hier viel. Oh Gott, dieser Spawn. Oh mein Gott, also dieser Spawn von der KI, der ist echt brutal. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total. Also brutal auf negative Art und Weise. Ich meine, klar, irgendwie irgendein Spawn-System muss es halt geben, aber doch nicht direkt den ganzen Abfall an der Straße an. Vor der Nase, also nicht mal um ihren Müll. Keine Ahnung, was soll denn das? Also ich meine, du guckst da, du fährst an, das kommt nur, kann nur was von links kommen, du guckst links, da kommt nichts mehr, dann guckst du nach rechts und plötzlich sind da 30 Fahrzeuge, also das kann doch nicht angehen, das ist nicht richtig. Zumindest in meinen Augen, das macht für mich keinen Sinn. Okay, der Tempomat scheint jetzt wirklich auf 70 zu halten. Zum Glück ist bald Sonntag. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er. Wir haben jetzt sogar rausgeholt, dass er mal so gewesen ist, dass man auch hier mit 80 runtergebracht ist. Mit Tempomat.
Aber da gab es auf alle Fälle schon mal eine Änderung. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Aber war das mit dem Spawn schon immer so? Weil ich kann mich nicht dran erinnern. Aber nicht, dass es so mir zumindest so aufgefallen wäre. Ach, wie schön, wir haben es rechtzeitig geschafft, wir sind pünktlich da. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Sehr witzig. Haben wir überhaupt noch welche hier im Bus? Ja, eine Person. Oder sind es noch mehr? Eine Person, ne, zwei. Mensch. Die zwei können wir mal kurz nach der Fahrkarte fragen. Na klar. Das bisschen an Zeit, was wir dadurch verlieren, ist ja halb so wild. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Ich glaube, der Spruch oder der Dialog für den Witz ist, glaube ich, auch neu. Die Straße wird jeden Tag katastrophaler. Ja. Sag das mal der Stadt. Nächster Halt, Oakville. Zentrum. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte? Danke. Habe ich den Herd ausgemacht? Weiß ich nicht, aber Sie brauchen zwei Fahrkarten. Das wäre die wichtigere Aussage, die Sie mir hätte sagen müssen. Finde schon vom Design her hat er echt schon was. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Das war knapp. Da fehlt ja nicht viel. Dann mal ein Säge weg, möchten sie wieder aussteigen. Ich glaube, ich werde krank. Du glaubst das? Okay. Muss ja nicht unbedingt werden. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Nächster Halt, also altes Sägewerk. Ich sag mal, die automatische Bremse, die ist ja schon krass. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Ich frage mich ja, was das Maximum an mehreren Fahrkarten ist, die generiert werden könnte. Habe ich den Herd ausgemacht? Weiß ich immer noch nicht. Flusspromenade. Ich weiß nur, dass wir die gute Zeit nicht wieder rausholen können. Also, wir werden bei negativen Zeit zu sehen bleiben. Und das Schlagloch. Eieiei. Hätte ich sehen müssen. Die Frage ist, hätte ich ausweichen können in der kurzen Zeit. Komm, den kriegen wir nicht mehr.
Also auch wenn dieses ganze... Ich glaube, ich reg jetzt heute echt ziemlich spielbezogen. War technikbezogen vom Spiel, aber der... Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Durch dieses, nennen wir es mal Level-System, nach dem Motto, es kann halt nur Tag sein oder Nacht oder whatever, dieser Zufallsgenerator. Dadurch ist ja keine wirkliche Zeit. Also klar, man hat, fährt quasi gegen der Zeit, aber die Zeit wird halt immer neu generiert. Solltest du dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Man hat quasi nicht eine Uhrzeit und so weiter. Jetzt weiß ich schon, warum ich das sagen wollte. Ich hab's vergessen. Obwohl, ja gut, dadurch verliert man halt auch... Ja, verliert man das? Bis dann, tschüss. Also tanken und waschen macht da eher weniger Sinn. Weil das Szenario, weil das Level ja quasi immer wieder neu geladen wird. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Das heißt, wenn es generiert wird. Danke. Bitte. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dafür gibt es andere Spiele. Eigentlich müsste ich ja mal wieder mit Decals und so weiter arbeiten. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ja, Tatsache. Wenn ich so nach links gucke und so die... Ist halt schon schön. Nächster Halt, Fischgrund. Perfekte Halteposition, gutes Timing. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Da man ja, also... Danke. Was natürlich nice wäre, wenn man doppelte Pluspunkte bekommt. Fürs perfekte Dasein. Dann müsste ich es von dem guten Timing quasi abheben, aber... Man bekommt ja genügend... Man bekommt ja genügend... Ja, man bekommt ja genügend Pluspunkte, von daher passt das. Die Ampel bekommen wir nicht. Die springt nicht auf Rot, wenn wir da sind. Oder? Oh, gehabt. Ich hätte gedacht, wir kriegen sie nicht mehr. Aber zeitlich gesehen waren wir jetzt ziemlich flott unterwegs, glaube ich, oder? Das geht auch. Das kann auch länger dauern. Das können wir ja mittlerweile. Verdammt. Haben wir dazu ein bisschen Zeit rausgeholt. Ein paar Sekunden haben wir gut gemacht. Können wir gleich vielleicht mal ganz kurz gucken, ob da irgendwie jemand noch... Hey, irgendwer hat was vergessen. Was gibt es im Lift zurück? Ja, warte. Wo ist denn das? Müll aufsammeln? Hä? Ah. Oh, hä? Hätte ich ihm hinterher rennen müssen, weil ich bin verwirrt. Bin ich ernsthaft verwirrt. Na klar. Hier. Wo hab ich denn... Okay. Ah, hier, bitte. Was auch immer ich jetzt hätte machen müssen. Scheinbar war das verkehrte. Danke. Scheinbar hätte ich echt hinterher müssen. Schätze ich mal. Zumindest wäre die einzige andere Methode oder Möglichkeit gewesen, die ich mir jetzt vorstellen könnte.
Egal. Nutribor Forschungslabor. Endstation. Bitte alle aussteigen. Dankeschön. Parken kann ich. Wiedersehen. Dahin nehmen wir die Fahrt oder fahren wir zurück? Ich würde sagen, wir fahren zurück. Mehr Bonuspunkte. Mehr Pluspunkte noch dazu. Denn die Pluspunkte, die brauchen wir. Also. Ja, schätze ich mal. Also, da fällt mir gerade auf. Ich frage mich halt. Ich habe jetzt zumindest gerade selber nicht im Kopf, ob das überhaupt. Was die Benefits sind vom. Keine Ahnung, von der 5-Sterne-Fahrt. Also halt wirklich nicht. Ich meine, das muss ja eigentlich. Muss ja eigentlich schon irgendwie Sinn machen. Was weiß ich, Bonus, Geld oder sowas. Wobei. Ich glaube, die Pluspunkte, die gehen ja in die Haltestellen ein. Und die Haltestellen. Je höher levelig die Haltestellen sind, der Unfall ist hier immer noch. Je höher levelig die Haltestellen sind, desto. Okay, muss ich jetzt dem hinterherrennen und sagen, du hast was vergessen, oder muss ich die Sachen nehmen und die hinterherrennen? Weil als ich die Sachen gefunden habe und aufgehoben habe, habe ich ja auch Minuspunkte bekommen. Hätte ich ihn jetzt hinterherrennen müssen, sagen müssen, du hast was verloren? Hätte ich dann einen Pluspunkt bekommen? Oder, hä? Das ist das erste Mal, dass jemand Sachen verloren hat. Ich bin verwirrt. Die können jetzt auch in Gruppen stehen. Okay. Sonst laufen die, sind jetzt auch immer nur rumgelaufen. Und standen gar nicht. Okay. Okay, das machst du natürlich wieder ein bisschen dynamischer, ne? Puh. Dadurch können halt wieder mehr Leute dort stehen, ne? Also ich glaube. Oh, lalap. Neues Wrap, neue Farbe. Ich glaube nämlich, dass. Das jetzt kann von fest maximal. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Das heißt jetzt, hier können 10 Fahrer hin oder so.
Oder heißt es, da können 8 Leute warten? Egal, wir haben 27.000 bekommen. Kollision hat nochmal ein bisschen was reingebuttert. Einkommen aktueller Fahrt. Ah, okay, 368 haben wir eingenommen durch Tickets. Wöchentliches Einkommen, okay, 27.094. Dadurch können wir uns einen weiteren Bus holen. Das Tutorial kenne ich schon, dankeschön. Das war die erfolgreichste Woche, kann das sein? Okay, also zumindest von den letzten 7 Tagen oder 7 Wochen. Krass. Wir sind knapp 100 Kilometer nur gefahren, okay. 17 Unfälle, Wir haben 15 Bushaltestellen. Ein Gesamteinkommen von 509.000. Das ist natürlich schon nicht schlecht. So, das heißt, wir haben das auch abgeschlossen. Südlichen Bezirk freischalten. Heißt, wir würden dann, glaube ich. Gut, südlichen Bezirk. Das heißt, die Frage: Das heißt, der südliche Bezirk. Scharfwetterfield, Maryville oder ist es Old Town? Old Town kann ich mir vorstellen. Oder ist es Kehrstadt? Wir werden es sehen. Denn. Gott, ich wollte hier hin. Oh, ist die Frage, welcher. Eins. Moment, gucken. Also. Dieser geht mit dem und dem und dem. Heißt, wir müssten. Dem, dem und dem. Heißt, wir müssten einen nehmen mit den ganzen hier. Wäre dann die Astra Promenade, wo wir aber erstmal einen Bus kaufen müssen. Shop, wir holen uns dann den kleinen hier, weil der am günstigsten ist. Gehen dann auf Streckenplaner, Fahrer hinzuweisen. Nehmen wir den Citaro und dann brauchen wir natürlich noch einen Angestellten. Fällt mir gerade auf. Welche nehmen wir denn da? Ranggehalt. Ranggeselle. Hört beide Arten von Musik. Rhythm and Blues. Begeisterte Briefmarkensammler. Mag Mystery Krimis und romantische Romane. Traumreiseziel. Hätte echt gern gewusst, war nie im Ausland. So, während der Fahrt sollte eigentlich einmal werden. Ein kleines bisschen kurzsichtig. Nein. Hat jede Folge Pfeilstelle Katzen gesehen, glaubt, dass das Böse nie ruht, wirklich hat einen Ententeich im Garten. Mal als Filmprodukt, was halt mal als Pyrotechniker. Zwei Pyrotechnikerin bei einer Filmproduktion mitgearbeitet, zählt auf den Song I'm Gonna Be von den Proclaimers. Haltet sich selbst für einen großen Korn. Geselle. Okay, die sind alle sowieso schon Geselle. Die sammeln ja auch Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das halt. Ich weiß halt nicht, ob es halt Sinn macht, wenn sie Geselle sind. Also, ob das halt ein Vorteil ist, aber wir stellen sie mal einfach ein. Also, ob die halt dadurch halt besser sind und mehr Geld einnehmen, das kann natürlich sein. Wird zumindest Sinn ergeben. Stellen wir sie ein. Streckenplaner. Ich glaube, das 40% war noch vorher. Ich glaube, jetzt müssen wir so ein bisschen warten, bis es so aktualisiert wird. Oder nicht? Oder war das nicht so? Waren wir nicht vorher schon bei 74%?